Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Pro Evolution Soccer 2013. Allerdings nur in der Demo-Version, denn ich habe mir gedacht, jetzt haben wir schon FIFA 13 in der Demo-Version gespielt. Jetzt ist es eigentlich fast schon Voraussetzung, dass wir auch Pro Evolution Soccer ausprobieren. Die Spiele stehen sich ja im Prinzip so jedes Jahr so ein bisschen gegenüber. Ich bin ja nie ein wahnsinnig großer Fan von Pro Evolution Soccer gewesen, muss ich ganz einfach mal zugeben. Wobei ich denke, das ist ein bisschen... Kommt das auf die eigenen Vorlieben an ein Computerspiel im Sportbereich an? Aber gut, wir probieren es einfach mal aus. Ich habe inzwischen nämlich schon mal bei meinem Kumpel mit ihm zusammen ein bisschen Pro Evolution Soccer 13 gespielt und es gefällt mir deutlich besser als die Vorjahresversion. Also habe ich mir gedacht, hey, zeigen wir euch das auch einfach mal, beziehungsweise zeige ich euch das einfach auch mal. Genauso wie FIFA 13, denn das Demo-Gameplay ist ganz gut angekommen und ich denke, dann können wir auch das uns hier mal geben. Also, eine beliebige Taste drücken wir einfach mal. Meine beliebige Taste ist Start. Ich weiß nicht, was eure beliebige Taste ist, meine ist das. Ich muss hier ein bisschen wieder in den Optionen rumwursten, denn ich habe hier mir so ein Spielerprofil erstellt. Hier seht ihr mal kurz meine Einstellungen auf einen Blick, was ich da so eingestellt habe. Wichtig war es mir, die Tastenkonfiguration zu ändern, denn die ist so völlig anders als bei FIFA und das bin ich einfach nicht gewohnt, weil ich die letzten Jahre halt nur FIFA gespielt habe und deswegen habe ich mir das ungefähr so eingestellt, dass das genauso ist wie bei FIFA. Das hoffe ich wenigstens. Ansonsten denke ich, ist alles halbwegs selbsterklärend, was da so steht. Leider genauso wie bei FIFA. Ich weiß nicht, was das Problem mit den Leuten ist, die Demos von Sportspielen gestalten. Warum speichert er meine Optionen nicht? Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, muss ich meine Optionen neu einstellen. Das muss ja wohl nicht sein. Immerhin können wir hier im Gegensatz zur FIFA-Demo ohne ein laufendes Spiel die Soundeinstellungen verändern. Aber gut, dazu komme ich gleich nochmal genau zum Sound. So, wir können erstmal hier unsere Mannschaft aussuchen. Hier haben wir noch die verschiedenen Profile. Da kann man halt Haufen Profile anlegen. Ich habe jetzt meins erstellt und deswegen benutzen wir das einfach mal. Und wir haben jetzt hier 4 Nationalmannschaften, mit denen wir antreten können. Deutschland, Italien, Portugal und England. Ich denke, da machen wir so einen totalen Klassiker. Wie wäre es zum Beispiel in Deutschland gegen England? Überhaupt keine Sache und denke ich ein absoluter Klassiker. Hier sehen wir noch die Spieler. Ich denke, der Gomez da links, der ist ganz gut getroffen. Rechts, das dürfte der Ashley, ist das der Ashley Young? Ich bin gar nicht sicher. Ich erkenne die Engländer nicht so hundertprozentig, auch wenn ich zugegebenermaßen die Engländer selber in FIFA viel spiele. Aber also ich kenne die Namen alle, aber ich kann die Spieler nicht unbedingt unterscheiden. Es könnte der Young sein. Ich weiß es nicht. Ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr festlegen. Gehen wir mal ganz kurz durch die Menüs durch, denn hier kann man eine Menge machen. Entscheidung des Trainers, bla bla bla. Ja, okay, also man sieht es hier. Da gibt es, ja, ich weiß, da möchte ich mir jetzt gerade erklären, wie das alles funktioniert. Also ich kann jetzt hier mit meinem Cursor hier so rum. Ah, geht es doch mit der Maus? Nein, das geht jetzt gerade nicht mit der Maus. Wahrscheinlich, weil ich den Controller angeschlossen habe. Da gibt es halt Taktiken vorgegeben, wie das alles funktioniert. Standardsituationen, können wir ein bisschen was dran rum ändern. Haben wir hier noch, was war das? Taktische Hilfe. Also man sieht das hier schon. Ich denke, das ist ein bisschen umfangreicher, als wir es tatsächlich von FIFA vielleicht gewohnt sind. Hier gibt es dann auch noch, kann man sich das alles noch ein bisschen weiter angucken und ein bisschen verändern. Ich möchte jetzt nicht zu sehr dran rumspielen, denn ich habe ehrlich gesagt von Fußballstrategie nicht wahnsinnig viel Ahnung. Aber wer sich damit auskennt und da gerne ein bisschen dran romantiert, für den ist vielleicht Pro Evolution Soccer durchaus eine sehr, sehr willkommene und gute Abwechslung. So, wir können uns natürlich noch das Trikot aussuchen. Die Engländer werden nicht in Weiß spielen, denn wir sind ja schon weiß und ich möchte nicht in diesem komischen Grün spielen. Nur um mal gerade die unterschiedlichen Trikots der Mannschaft nochmal zu zeigen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Einmal bitte der Anstoß im Royal London Stadium spielen wir. Ein Freundschaftsspiel Deutschland gegen England. Man sieht das hier ganz schön eigentlich. Das ist ein bisschen... Ja, also sehr, sehr schön aufgezogen. Hier fehlt mir leider gerade ein bisschen die Musik. Ich bin eigentlich gewohnt, dass da noch Musik kommt, aber gut. Wir haben hier Kamerateams, unten links, unten rechts. Wir haben da Fahnenhalter und man sieht auch, das Publikum besteht nicht nur aus Sprites. Das ist ganz schön, hier kommt sogar die Kamera einmal lang. Oh, die deutsche Nationalhymne. Und sie singen alle mit. Das bin ich jetzt nicht gewohnt von Deutschland. Das ist aber eigenartig. Oh, und wie sie mitsingen. Unglaublich, die bewegen ja nicht nur ganz bisschen den Mund, sondern manche sind ja richtig gut dabei. Auch wenn es ein bisschen so aussieht, als würden die unterschiedliche Sachen singen teilweise.
Aber gut, ja, der Lahm hier richtig enthusiastisch. Er guckt ein bisschen. Er guckt direkt in die Kamera. Oh, das war ja cool. Sowas finde ich sehr stimmungsgebend. Leider, und man wird es jetzt schon merken, deswegen überquatsche ich das auch so ein bisschen alles schon mal, wir haben in der Demo keine Kommentatoren. Ich weiß nicht, warum sich Konami gedacht hat, hey, die Kommentatoren, die können wir aus der Demo rauslassen, aber ich finde es nicht so stark, ehrlich gesagt. Warum man sich sowas denkt, keine Ahnung. Oh, guck mal, Nutella-Werbung. Product Placement hier in Live-Videos. Ist das nicht schön? Ja, aber die Spieler, gut, das sind alle sehr bekannte Spieler, deswegen sind sie auch relativ nah an ihren Vorbildern. Leider nicht alles lizenziert bei Pro Evolution Soccer, sollte man vielleicht auch schon mal direkt dazu sagen. Wenn man tatsächlich auf die Lizenzen steht und die Lizenzen haben möchte, gut, Nationalmannschaften ist klar, gibt es auch in Pro Evolution Soccer, aber die Lizenzen der ganzen Ligen, zum Beispiel der deutschen Bundesliga, ist nicht vollständig. Okay, so, Entschuldigung, da muss ich mal gerade husten. Ich werde es natürlich rausschneiden, deswegen war da aber gerade eine kurze Pause. Ich denke, einmal kann man sich das auch komplett angucken. Hier, dann sieht man mal, wie das Ganze in Pro Evolution Soccer abläuft. Und jetzt sind wir auch schon im Spiel. Nein, keine Angst, die Ansicht bleibt nicht so, auch wenn das am Anfang ein bisschen komisch aussieht. Und der Anstoß, Götze auf Özil. Jetzt habe ich schon, das ist der Gösil, der Gute. Ist ein bisschen natürlich gewöhnungsbedürftig hier für mich zu spielen, weil ich normalerweise, wie gesagt, kein Pro Evolution Soccer spiele. Oh, das war nicht das, was ich wollte. Und, oh, na, ich dachte schon, aber wir waren im gegnerischen Strafraum. Da ist der Young. Ah, komm, gib mir, nein, gib mir den Ball. Ich bin, also ich habe festgestellt, als ich mit meinem Kumpel zusammen Pro Evolution Soccer gespielt habe, dass es ein bisschen einfacher ist, an Gegnern vorbeizukommen, also vorbeizupassen zum Beispiel, als in FIFA, weil der Spieler dann den, ah komm, das Bein nicht direkt so ausstreckt, sondern, oh, das habe ich nicht erwartet, ich dachte, er spielt hoch, er spielt aber auch well back, okay, wir haben, na, hallo, Stürmerfoul hier, was ist denn da los, nein, da wollte ich auch nicht hin, ich hätte vielleicht die Hilfen nicht alle direkt ausschalten sollen, oh, komm, Neuer, ja, Neuer hatten kein Problem hier, hoffe ich wenigstens da unten. Ja. Oh, was war das denn für ein Wurf? Das bin ich aber besser gewohnt. Da hätte ich jetzt aber mehr erwartet vom Neuer. Reus auf rechts. Und die langen Pässe sind alle. Ja, ich bin. Die langen Pässe habe ich noch überhaupt nicht drauf hier, muss ich sagen. Das funktioniert alles ein kleines bisschen anders. Aber Lahm ist aufmerksam. Kriegt leider den Ball nicht so richtig mehr an den Fuß. Aber hey, immerhin. Die Halbzeiten hier 5 Minuten in der Demo. Das heißt, nicht so ganz kurze Spiele, wie wir es von der FIFA 13 Demo vielleicht gewohnt sind. Oh, Reus, da möchte er den Ball haben, kommt aber nicht mehr hin. Und Cole auf links, von innen aus links. Aber Boateng ist da. Auch oh, die deutsche Abwehr ist ein bisschen. Und dann machen wir mal einen langen Schuss. Und geben direkt weiter an Özil von Gomez aus. Und Gomez wieder zurück auf Özil. Leider sind die Engländer auch tatsächlich diese Pfeile, die man da ständig sieht, liegen daran, dass ich, das ist bei mir das aus FIFA gewohnte. Ich bin, hab mir schwer angewöhnt, immer irgendwie abzuschirmen und das funktioniert hier leider nicht so ganz. Zumindest nicht genauso. Oh, Bender! Und da ist er durch. Jetzt müsste da noch einer in der Mitte stehen für die Flanke. Und Schürrle kommt, aber Schürrle kriegt leider nicht den Ball vor den Fuß. Okay, Young. Oh, das war nicht so gut. Das hätte ich mir besser überlegen sollen. Oh, Young. Da geht er durch. Und Lahm, der muss jetzt einfach mal da. Aber kein Problem für Neuer. So ein Ball, das ist ja. Oh, wo wirft er denn hin? Okay, zu Lahm. Okay, ich habe gerade nicht gesehen, wo der hin ankommen sollte. Und auch das wieder ein sehr unglücklicher Pass. Ich weiß nicht, warum ich so komisch passe gerade. Oh, Hummels, was war das denn? Da musst du mitlaufen mit Young. Der darf da nicht alleine stehen. Oh, holt ihn euch. Boateng ist da. Holt nochmal. Ah, den Ball zurück. Das ist kein. Keine Ecke gibt, das war schön. Ach komm. Das war schon die erste Halbzeit. Also ja, die Halbzeiten sind länger als in FIFA, in der FIFA-Demo, aber trotzdem, naja, kurz. Kurz, kurz, kurz. Die Engländer jetzt von links nach rechts auf unserem Bildschirm. Na komm, Reus direkt im Angriff, aber klappt nicht. Bin ein bisschen aggressiv vielleicht in der Abwehr. Ah, komm. Nein. Oh, Young. Der ist aber auch gut. Verdammt nochmal. Das ist mein Spitzenstürmer, wenn ich
mit meinem Kumpel zusammen FIFA spiele, ist Young definitiv mein Spitzenstürmer. Oh, und da gehen wir nochmal durch zu Özil. Özil muss heute mal ein bisschen mehr im Sturm spielen, denn die anderen Stürmer sind irgendwie alle nicht so richtig da. Ach na, da kommt er nicht mehr zum Abschluss. Ich dachte, da können wir vielleicht leicht vorbeiziehen, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Schade eigentlich. Schmelzer jetzt einem kleinen Abwehrsprint da vorne. Schweinsteiger. Und jetzt müssen wir noch genau Lauf dran vorbei. Ja, nee, so nicht. Johnson. Na? Ich versuche hier ein bisschen die Kommentatoren zu mimmen, denn ja. Wir haben mal keine. Es fühlt sich alles ein kleines bisschen stumm an. Alles so still irgendwie. Na, oh! Brutal da unten. Terry gegen Gomez. So haben wir das aber. Sowas wollen wir aber nicht sehen. Ja, brauchst du gar nicht die Hand heben, brauchst du dich auch gar nicht beschweren. Das war schon. Hat man schon gemerkt, dass das nicht in Ordnung war, denke ich. So. Und oh, der ging viel zu weit. Viel zu weit. Gomez ist schon wieder hinterher. Aber Gomez ist zu langsam, fürchte ich. Weiß nicht, was der Engländer da macht, aber Hummels sollte ihn problemlos annehmen können, mit der Brust sogar. Sah schön aus, leider. Auf Boateng. Ja. Geht einfach mal mit der Grätsche rein. Unnötig eigentlich. Hätte auch so den Ball kriegen können. So, Lahm. Lahm sehr weit vorne gerade. Aber, oh, wir müssen irgendwie zu einer Flanke. Oh, das war eine gute Flanke. Schürrle steht da, aber leider wieder nicht gut genug. Rooney ist auch da. Haben wir noch gar nicht gesehen in diesem Spiel. Und Welbeck hat sich nicht gegen Hummels behaupten können. Wieder auf Lahm. Lahm sehen wir gerade viel mehr im Angriff. Reus ganz vorne auch damit dabei. Haben wir auch schon mehr. Oh, wieder ein brutales Foul meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, warum hier nicht gepfiffen wird. Aber wir spielen in London. Das ist wahrscheinlich auch noch ein londonischer. Ja, genau. Ein londonischer Kommentator, sage ich jetzt auch noch. Was geht denn hier? Oh nein, was ist das für ein Kuddelmuddel da? Na, oh! Oh, Welbeck. Fast hätte er getroffen, aber nein, das war es wohl nicht. Okay. Gerade noch so nebenher. Jetzt Abstoß von Neuer. Weit raus. Wir müssen noch ein Tor schießen hier. Sonst kriegen wir Probleme. Henderson hat den Ball. Aber wir sind... Oh nein. Ja, Schürrle. Was war das denn für ein... Das war doch kein Pass. Oh, Chamberlain. Ja, okay. Na. Die sind aber ruppig heute, die Engländer. Ja, auch ein bisschen spät abgepfiffen, ne? Die ganze... Oh. Ach so, abseits war's. Naja gut, okay. Dann das sehe ich auch ein. Wobei ich fand ja eher, das war ein bisschen ruppig da unten mit der Grätsche. Aber gut. Von mir aus. Oh, die decken gut ab, die Engländer. Ja, da kommt man schwerlich nur durch. Warum? Jetzt lauft doch... Oh, nee. Ja, komm, Schwein. Nein, Schweini kommt auch da nicht durch. Ah. Schmelzer holt sich den Ball und jetzt müssen wir mal nach da vorne ein bisschen hin. Oh, Schweinsteiger, komm, jetzt musst du dich mal durchsetzen. Und wieder nicht. Wieder auf einen Einwurf. Vielleicht ist es mal ein richtig langen Einwurf. Aber nee, vielleicht doch nicht. Machen wir es lieber so. Und jetzt Schmelzer geht durch. Auf. Nein, kriegt er nicht hin. Reus ist da, aber leider ist. Auch war das Cole. Ich glaube, Cole war auch da. 0:0. Deutschland gegen England. Kommen wir noch einen Elfmeter schießen? Ich weiß das gar nicht. Spielerbewertung. Nein, kein Elfmeterschießen in dieser Demo. Das ist ein bisschen traurig. Dann würde ich sagen, wir spielen einfach mal noch ein Spiel, denn das würde sich ja sonst überhaupt nicht lohnen hier. Also direkt noch ein zweites. Hinterher. Was spielen wir denn diesmal? Was ist das hier überhaupt? Copa Santander Libertadores. What? Was ist denn das? Ach, das ist... Ach so, das ist eine andere... Das ist irgend so eine komische Liga. Wahrscheinlich sollte ich wissen, was das für eine Liga ist. Ich weiß es aber nicht. Nee, wir machen nochmal ein Nationalmannschaftenspiel, denke ich. Dieses Mal vielleicht mit Portugal gegen die Italiener. Wie wäre es denn damit? Haben wir auch alle Mannschaften einmal durch. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Ich glaube, ich kenne mehr von den Italienern. Wobei, nein, Portugal. Ich habe früher sehr viel Portugal gespielt mit meinem Kumpel zusammen in FIFA 12, nein, 11 war das, glaube ich. Da war ich ein sehr großer Fan der Portugiesen, aber dieses Mal nicht so richtig. Letztes Jahr eher die Engländer. Und wieder
sieht man, ich möchte gerade mal gucken, ob das genau gleich ist. Es würde mich jetzt interessieren, ob das tatsächlich einfach nur eine abgespulte Zwischensequenz ist. Was ist das denn für eine hohe... Das ist aber eine hochaufgelöste portugiesische Flagge. Wahnsinn. Schöne Hymne haben sie auch. Aber jetzt, das finde ich sehr schön, da im Hintergrund, wenn man mal guckt bei den Fans, da hängen jetzt keine deutschen Banner. Also, als wir gerade mit Deutschland gespielt haben, hingen da Banner auch auf Deutsch. Tatsächlich mit deutscher Sprache und so. Jetzt hängen da gar keine Banner, finde ich ein bisschen traurig, aber grundsätzlich natürlich ein schönes Detail einfach, dass da dann Banner von deutschen Fans quasi hängen. Oh komm, wir gucken uns das nicht komplett an, das ist mir ein bisschen zu nervig gerade, die Hymnen zu kommentieren und wir wollen ja auch nicht einfach gar nicht reden. So, auf geht es. Coentrão gerade da oben und direkt auf Ronaldo, der sich den noch aus dem, kurz vor der Außenlinie hat stoppen können. Kommt nicht ganz durch. Coentrão. Montinho. Komm, machen wir das so. Na, komm. Den musst du ja wohl besser annehmen. Gut, der war ein bisschen stark gepasst, aber muss ja trotzdem nicht sein, sowas. Pirlo da oben. Komm, jetzt Coentrão diesmal wieder. Sieht man gerade viel von. Ist aber auch natürlich bis jetzt das Spiel nur da oben abgelaufen. Ja, komm. Jetzt ist aber auch mal gut da oben. Jetzt hol dir die, genau. Hol dir den Ball. Montinho wieder. Spricht man den so aus? Bin mir mal nicht sicher, wie man die Leute ausspricht hier von denen. Oh, Ronaldo ist auch wieder... Nein, so nicht, aber... Ah, schade. Ich dachte, wir können das noch. Ich dachte, wir kriegen das noch hin. Ja, abgeblockt. Oh, na, komm, setz dich durch. Na, okay, dann setzt er sich wohl doch nicht durch. Nani jetzt gegen... Doch nicht, okay. Und da ist er schon wieder, Montinho. Der ist überall gerade. Oder ist es ein anderer? Heißen die beide... Ich dachte gerade irgendwie, das kann dann gar nicht sein. Das kann doch nicht schon wieder er sein. Der war doch eben noch ganz oben. Sind das unterschiedliche? Sollte ich das wissen, mache ich mich gerade wieder lächerlich. Man weiß nicht. Oh! Die Muster... Ja, okay. Das sah gerade interessant aus, wie das Tronnetz ging. Das ging so nach hinten. Dann möchte ich mir nochmal angucken gerade. Sieht man das? Ja. Sehr interessant. Sieht so ein Tornetz aus. Na gut. Von mir aus sieht halt so ein Tornetz aus. Weiter Abstoß. Und Montinho wieder. Er ist überall heute. Oh, na. Nee, so weit kommt er nicht. Das war auch ein bisschen utopisch, zugegebenermaßen. Na los. Ronaldo, der ist auch echt flott unterwegs. Na und da dann auch schon wieder. Zugegebenermaßen, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen bevorteilt mit seinem... Na, was war das denn da oben? Da gibt es ja, glaube ich, einen Vertrag von denen. Den sieht man ja auch ständig da im Titelbild und so. Ja. Oh. Was hauen die denn hier gerade raus? Das ist aber deutlich aggressiver als die... Torwart? Was war das? Den muss der Torwart ja wohl haben. Aus dem Winkel. Ich meine, da hat er ja nichts anderes zu tun, als tatsächlich den Ball zu nehmen. Den trifft er doch sowieso nicht aus dem Winkel. Naja, gut. Ich möchte gerade nicht gegen den portugiesischen Torwart wettern, denn ich weiß gar nicht, ich kenne den ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie er sonst spielt. Oh, Balotelli ist da. Und Alves zu langsam. Zu langsam und da ist er drin. Balotelli allen davongelaufen. Nach einem durchaus gut gesehenen Steilpass. Kann man nicht anders sagen. Ah, die Wiederholung nochmal. Von wem kam er denn? Oh, von da. Oh. Oh, ein schneller Angriff, was? Und da kam Alves. Ich glaube, das war Alves. Der kam nicht mehr hinterher. Okay. Jetzt müssen wir natürlich nochmal ein bisschen was tun. Montinho ist wieder da. Ronaldo auch. Ah. Ich kriege das irgendwie... Moment, ich muss mal gerade ganz kurz was nachgucken. Das geht hier gar nicht. Das ist ja super. Ich hätte jetzt gerne nachgeschaut... meine Steuerung nochmal. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Dribbel-Button funktioniert nicht. Das ist ein bisschen traurig. Ah, da ist er ja. Das ist mein falscher Dribbel-Button. Da möchte ich nicht meinen Dribbel-Button haben. Ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden. Das erklärt natürlich, warum hier überhaupt nichts funktioniert. Ah, sehr gut. Und jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ist er das wirklich gleich, wenn wir in eine entsprechende Situation kommen. Oh, Ronaldo, der geht einfach durch. Und jetzt passt er nochmal. Ja... Tiger, na verdammt. Hat nicht so richtig funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall schon mal der Button zum Abdecken. Sag ich mal. Oh.
Balotelli, was war das denn von Pepe? Das muss aber besser gehen. Pepe. Unglaublich, was für ein Fehler hier. Das möchte ich mir gar nicht nochmal angucken. Das war ja miserabel. Eine Sekunde Nachspielzeit, eine Minute Nachspielzeit noch. Beziehungsweise die Nachspielzeit ist direkt vorbei. Italien, 1:0 gegen Portugal. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Man sieht das ja auch, Schüsse aufs Tor von Portugal noch gar nicht zu sehen. Italien ganz gut dabei, auch sehr aggressiv gespielt jetzt in der ersten Hälfte. Besonders Balotelli immer vorne, immer einen Schritt vor den Verteidigern, aber nie im Abseits. Hat er da gerade gewartet? Glaub's ja wohl. Komm, oh, Baller. Ja, Entschuldigung, das war so nicht geplant. Ja, da kann es auch mal Geld geben für Alves. Ja, zugegeben, es war ein brutales Foul. Ich habe nicht erwartet, dass er sich so wegdreht und ja, ne? Ich wollte schon auf den Ball gehen, aber gut, wir haben dann leider den Mann getroffen. Also was heißt leider, aber ne, man trifft halt schon mal den Mann, wenn man auf den Ball möchte. Aber, oh, und jetzt, nein, oh, den muss er noch ein bisschen knapper spielen, so geht das ja auch nicht an dem Spieler vorbei. Verdammt, einfach sehr ungewohnt immer noch. Ich kann nicht laufen und gleichzeitig meine Dribbling-Taste drücken, weil die direkt so schlecht liegen. Oh, Balotelli, was macht er denn da? Was will er denn im Tor von den Spaniern? Quatsch, von den Spaniern, sage ich schon, von den Portugiesen. Und jetzt lauf, Nani, lauf. Nein, kriegt er leider nicht. Und Pepe wieder. Haben wir heute noch gar nicht gesehen, außer mit einem groben Patzer. Oh, ist der schnell. Ist der schnell. Na los. Na, da sind sie wieder im Strafraum mit dem Kopf dabei. Oh, das gibt ja wohl keine Ecke, ne? Das war ja wohl definitiv der Italiener, der da mit seinem Kopf am Ball war. Na los, langer Abstoß. Wir müssen jetzt echt mal nach vorne was bringen. Sonst haben wir Probleme. Ah, und wieder aus. Da hätte er ja wohl ein bisschen schneller laufen können. Das Spiel insgesamt ein bisschen langsamer als FIFA. Das ist aber Absicht. Die haben die Geschwindigkeit ein kleines bisschen zurückgedreht, auch im Vergleich zum Vorgänger. Weil gerne mehr taktisches... Oh, was war das denn? Wieder ein grober Fehler da oben. Diesmal natürlich von mir selber verursacht. Da tut es mir auch tatsächlich mal leid. 2:0 für Italien. Das nehme ich natürlich auf meine Kappe. Das Spiel insgesamt ein bisschen langsamer gemacht. Warum sind da zwei... Das sind ja ganz viele Zwillinge da hinten im Publikum. Die sehen ja alle gleich aus. Machen alle dieselbe Bewegung. Also schön, dass da keine Sprites sind, aber die sehen trotzdem alle gleich aus. Interessant. Das Spiel insgesamt halt ein bisschen langsamer. Soll halt ein bisschen mehr Taktik reinbringen, damit man mehr Zeit hat zu überlegen, was man jetzt gerade tut oder tun möchte. Im Gegensatz zu dem fast schon arcade-lastigen FIFA. Oh, der war gut. Ja, so muss das nämlich laufen hier. Und jetzt müssen wir einfach mal schießen. Auch aus der Entfernung muss man das dann einfach mal versuchen, wenn man schon so weit zurückliegt in so einer Zeit. Aber war sehr schön hier. Der Pass kam super. Und dann kann man aus der Position kann man auch einfach mal schießen. Also, der kann reingehen, wenn da keiner steht. Coentrao jetzt mit der Ecke. Bin nicht sicher, wie stark ich die machen muss. Aber, oh, die Stärke war gar nicht schlecht eigentlich. Nani steht da. Und, warum läuft er nicht hinterher? Bleibt er einfach stehen. Unglaublich sowas. Und ja, Loso. Noch ein bisschen weiter auf Ronaldo. Jetzt müssen wir natürlich mit Ronaldo eigentlich mal hier so ein bisschen... Ich wollte da mal ein bisschen was versuchen, weil Ronaldo ja tatsächlich Dribbelkönig, nicht nur natürlich im Spiel, sondern auch in Wirklichkeit. Boah, Balotelli, der läuft einfach allen weg, da kommt keiner gegen an. Was war das denn? Boah. 3:0 für Italien. Jetzt stehen wir echt sehr schlecht da. Jetzt sollte ich schon fast rausschneiden, das zweite Spiel, aber nein, das machen wir natürlich nicht. Wir geben uns das hier komplett, auch die absolute Niederlage gegen Italien wird hier komplett durchgehalten, durchgestanden und am Ende auch hochgeladen, damit ihr auch was zum Lachen habt. Es wäre ja langweilig sonst. Man sollte natürlich dazu sagen, ich habe jetzt erst im zweiten Spiel und erst zwischendurch irgendwann gemerkt, dass meine Steuerung dann doch nicht genau die von FIFA ist und die ganze Zeit das ein bisschen verkackt. Außerdem keine Erfahrung mit Pro Evolution Soccer und aber direkt auf Profi gestellt. Ich wollte tatsächlich nicht auf so einem einfachen Schwierigkeitsgrad anfangen. Ja, hallo. Da muss man sich auch mal durchsetzen können. Was ist denn da los mit den Portugiesen gerade? Kommt ja gar nichts. Und Pepe. Oh.
Cassano legt den einfach nebenher. Alves nochmal, versucht nochmal ranzukommen, aber das wird nichts. Zum Glück ist da der Torwart da, hat auch auf der Linie, hat er noch den Ball, springt hin und jetzt ganz weiten Wurf bis nach da oben. Präzise eigentlich für so einen Wurf, kann man nicht anders sagen, gefällt mir. Nani, oben gegen Pirlo, bringt leider nicht so, gerade nicht so richtig viel. Da haben wir nebenher schieben können. Oh, mir fehlt hier gerade wirklich die Dribbling-Taste. Ich glaube, ich muss hier nach nochmal ein zweites Video machen, wo ich dann ein bisschen sinnvoller spiele auch hier. Mehr mit Dribbling. Mireles jetzt. Oder Mireles? Wie spricht man den aus? Bin mir da immer nicht so sicher. Oh, kam tatsächlich bis in den... Warum steht der denn da unten? Sieht der nicht, dass da der Ball kommt? Der steht einfach da am Rand. Hat keinen Bock mehr oder was? 3:0 gegen Italien. Portugal mit einem Schuss aufs Tor, einem Schuss überhaupt. Ja, okay. War jetzt definitiv nicht so gut. Das erste Spiel war ganz in Ordnung, das zweite Spiel. Man sieht das hier auch alle, ja, gerade so, wenn überhaupt auf 6. Moutinho war natürlich überall. Deswegen auch eine 6,5, was schon eine relativ gute Wertung ist, auch gegenüber den Italienern, die einfach deutlich besser abgeschnitten haben. Warum ist natürlich Cassano deutlich besser noch als Balotelli? Denn Balotelli war ja eigentlich der tragende Spieler. Zweimal hat er sich einfach durchgesetzt, ist einfach durchgelaufen. Kein Portugiese konnte ihn stoppen. Okay, sehr interessant und faszinierend. Ich hoffe, das Ganze gibt euch jetzt einen kleinen Einblick auch in Pro Evolution Soccer, nachdem ich ja vorher hauptsächlich FIFA-Videos gemacht habe. Bitte bewerten, wenn ihr noch ein bisschen mehr aus der Demo sehen wollt. Vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob ich an die Vollversion so gut rankomme. Mein Kumpel hat das auf der Xbox und das macht natürlich ein bisschen Probleme mit dem Aufnehmen. Wir können das natürlich irgendwie mal versuchen. Ich habe theoretisch die technischen Möglichkeiten, aber es noch nie ausprobiert. Ist ja auch egal. Bitte Feedback hinterlassen, ist immer gerne gesehen. Wenn euch noch irgendwas fehlt, dann kann ich auch nochmal ein Video machen. Ich hoffe sowieso, dass ich noch ein Video machen kann, dann mit einer etwas sinnvolleren und ordentlich eingeübten Steuerung. Also, ich würde sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.